den Wimmel wieder. Das war geraten. Granulat. Was für eine Art Granulat denn bitte? Ja, habe ich verdient. Es wird kompliziert. Oder wir müssen einfach mal die Schubladen öffnen. Eine Batterie. Wofür brauchen wir die? Um wieder rauszugehen, weil wir dumm sind. Na, sieh mal an, wer uns da anlugt. So, eine Tasse. Wo kriegen wir eine Tasse her? Da. Ach, hat keinen Griff. Jetzt weiß ich endlich, wo es hingehört. Ach so, dafür brauchen wir eine Batterie. Das macht natürlich Sinn. So, wie kamen wir ins Chemielabor? Im Keller, oder? Den netten kleinen vibrierenden Freund. Dafür brauchten wir die Batterien. Okay, doch nicht. In die Richtung. Da vielleicht? Anscheinend. Genau, Elektroboy. Ich muss hier die farbigen Pulver einfüllen. Was für farbige Pulver denn? Ich muss hier die farbigen Pulver einfüllen. Es wird immer mehr, aber wir kriegen nichts hin. Welche farbigen Pulver? Was haben wir denn jetzt, womit wir das reparieren können? Nicht mit der. Das ist eine Schraube und ich denke die ganze Zeit, das ist eine Taschenlampe. 45, 73. Gelbes Pulver. Und ein Messer. Wem dürfen wir damit was antun? Blaues Pulver. Wofür brauche ich erst die Steine? Für diese Pulver? Also ich habe jetzt Pulver. Ah, mische die Farben in den unteren drei Flaschen und stelle so drei neue Farben her. Wenn du einen Fehler machst, musst du das Minispiel neu starten. Ich gucke nur gerade, ob ich die Facecam zu sehr verrückt habe. Nein, anscheinend nicht. Und ich muss daraus Orange, Violett und Grün herkriegen, richtig? Fragt sich nur weh. Hallo? Hallo? Ah, so. Grün. Haben wir. Das haben wir auch. Oh, wie ging denn Orange? Hat sich erledigt.
Das war zu leicht. Rostentferner. What the fuck? Was? Was können wir da? Ach, für die Schallplatten. Ach, wäre auch zu schön gewesen. Rost entfernen. Wofür sind die ganzen Gradzahlen? Was soll ich da? Und nun? Was soll ich damit machen jetzt? Das macht ja Klack. Ah, in der richtigen Reihenfolge. Wir sehen wieder nichts. Schlüssel mit Flasche. Das einzige Schloss, eins der wenigen Schlösser, die wir noch haben, ist das hier. Wie hohl will ich es? Ja. Dürfen wir jetzt Musik hören? Warte, wo war der Plattenspieler? Verdammt, wo war der Plattenspieler? In der Bücherei, oder? Nein. Wo war der Plattenspieler? In die Richtung? Aber dann da. Ah ja, da, auf dem Boden. Schlosszylinder. Wo brauchen wir denn einen Schlosszylinder? Wo ist der denn her? Damit wir keinen Strom verbrauchen. Ich bin so schlau, nicht? Horrorspiele haben mich da ziemlich geprägt. Küche? Ja. Oder Keller. Keller. Da? Nö. Da dann. Ja, da. Wenn ich das richtige Muster finde, wird das Schloss sich öffnen. Öffne dich. Wimmeln? Ach, komm mal, komm. Lass uns doch mal wieder wimmeln. Farbverdünner. Wofür brauchen wir den denn jetzt schon wieder? Messer? Messer. Wir hätten ja das Taschenmesser nicht behalten können, einfach. Nein, wir brauchen einen neuen. Wofür war jetzt die Sonne? Dafür. Hier kommt die Sonne. Ach so, wir sollen einen Schluck Farbverdünner nehmen. Ich habe keinen Schimmer, wofür wir die Sachen jetzt gebrauchen können. Echt nicht. Okay, der Hammer hat sich erledigt. Wir können raus. Wow. Der Buschmann ist gruselig. Na. Ich bin mir sicher, dass sich etwas Wichtiges in der Figur von Peter befindet. Woher weißt du, wie er heißt? Ich muss die Zweige loswerden. Farbverdünner. Keine Ahnung. Ein Buschler. Das Vordertor ist verschlossen. Es steht eine Telefonnummer drauf. Ich sollte versuchen, mit dem Telefon im Flur dort anzurufen. Ich kann die beiden letzten Zahlen nicht erkennen. Ich brauche mehr Licht.
kann er die Zahl nicht erkennen, falls das eine sein sollte. Dein Freund und Helfer. Für das Lösen zahlreicher Fälle im Laufe der letzten Jahre möchte der Stadtrat im Namen der ganzen Gemeinde Sheriff William Cooper seine Dankbarkeit ausdrücken und verleiht ihm zum Dank diese Urkunde. Sheriff Coopers Einsatz geht weiter und er bleibt der Hüter von Recht und Ordnung in unserer Stadt. Im Falle einer Bedrohung jeder Art können Sie immer die Polizei anrufen. 555-17, schlag mich tot. 17.06.1968. Ja, das ist die Nummer weiter, richtig? Rufen wir da mal an. Wo ist das Telepon? Da. Müssen wir die Zahlen jetzt wählen? Natürlich müssen wir. Das ist aber sehr cool gemacht, dass wir die Zahlen selbst wählen müssen. Gibt's nicht mehr allzu häufig in irgendwelchen Spielen. Hallo? Was ist das? Minutenzeiger für die Uhr. War da nicht noch was drin? Wo war die Uhr? W-Scheiben sind cool, ja. Hallo? Was waren das für merkwürdige Geräusche? Minutenzeiger. Wo war das denn nochmal? Wie kommt man da drauf? Ach, du Kacke. Ich habe bereits solche Symbole auf dem Safe im Flur gesehen. Welcher Safe? Jemand hat sie wohl mit Absicht übermalt. Sehe mich so an Silent Hill. Das, als der letzten Rätsel. Welcher Safe? Hallo? Hat jemand einen Safe gesehen? Minutenzeiger. Ich muss die korrekte Zeit einstellen. Woher weiß ich die korrekte Zeit? Ach, das war der Plattenspieler. Das kann natürlich sein. Das macht Sinn. Ist das oben eigentlich? Leiter! Dafür ist die Leiter da. Oh, nö. Okay, können wir doch mal runtersteigen und so tun, als hätten wir nichts gesehen? Jetzt können wir wieder wimmeln. Schlüssel. Schlüssel? Kiste? Kiste? Ich brauche einen zweiten Schlüssel. Fick dich. Gib dich mit einem Schlüssel zufrieden. Klar, die Königin. Das Allerwichtigste, das habe ich gefunden. Als allererstes. Schlüssel. Noch ein Gewicht. Ich hab da schon drauf geklickt, du blöder Korkenzieher. Wo ist der Korkenzieher? Das Einzige, was uns noch fehlt. Mir juckt die Nase. Korkenzieher. Block. Ich habe keinen Schimmer, wofür wir die Blöcke immer noch gebrauchen können, aber wir haben Blöcke.